So, ich begrüße jetzt die Leute auf YouTube dazu. Wir starten eine neue Runde. Ich bin krank. Ich hab's mit dem Hals. Und deswegen sind die Parts heute ein bisschen kürzer. Deckbuilders Demo und Steam. Nee, ich spiele, wenn das fertige Spiel. Und Deckbuilder mag ich ja. Deckbuilding Games sind immer cool. Ja. Ich will ein zufälliges Item. Wenn ich heute übrigens ab und zu mal huste, müsst ihr mir das verzeihen. Das ist halt... Bin halt noch nicht gesund. Ja, eigentlich will ich den einen Platz. Der eine Platz macht viel Wett. Wir haben den Hammer direkt am Anfang. Das ist natürlich nice. Und das Schwein hauen wir direkt weg. Wer ist eigentlich gerade im Chat? Können mal die Leute, die gerade im Chat sind, mal irgendwie Hallo sagen oder so? Dass ich weiß, dass ihr da seid. Dass ich mich nicht ganz so alleine fühle. Das ist auch ein guter Würfel, den möchte ich eigentlich behalten, die zwei nicht. Ja, 4 habe ich halt auch schon weg. Ja, gut. In Ordnung. Machen wir so. Ja, ich wusste, warum ich die 1 behalte. Nämlich für ihn hier. Ich mache ich mit 4 ran weg und dann kann ich die 3 da reinhauen. Ja, und jetzt habe ich natürlich die 4 da weggemacht. Weil ich clever war. Ganz, ganz clever. Ganz entsetzlich clever. Was war deine Fähigkeit? Naja, Schaden für Gesamtslots verdoppeln. Mir jetzt relativ pumpe. Muss die Viecher loswerden. Funktioniert super, wenn man einfach nichts wirft. Zumindest mal den weg. Ich kann keine farbigen Würfel werfen. Den hätte ich zuerst umhauen sollen. Aber gut, er ist besiegt. Und wir kriegen Sachen. Nehmen den Fischer mit. Und jetzt gucken wir mal. Noch ein Hammer. Bei 4 Feinden ist ein Würfel eigentlich gut. Wir haben halt gerade keine Silbermünzen, deswegen... Nee, nehmen wir das. Wenn wir viele Gegner haben, kriegen wir einen zusätzlichen Würfel. Das ist eigentlich immer gut. Dann 1-1. Dich weg. Dich weg und dich eigentlich auch weg. Hallo Bakura. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, weniger krank als mir. Hoffe, dir geht's gut. Ja, beide auf uns. Dann machen wir's nochmal. So, ich wollte jetzt mal gucken. Es gab doch das. Dass man irgendwie weniger braucht, um eine Goldmünze zusammenzukriegen. Das hier. Nehmen wir das mal und dann nehme ich tatsächlich nur den Gegenstand und hoffen wir aufs Beste. Seit 3 Tagen Rückenschmerzen, das ist auch nicht so geil. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich würde mit dir tauschen. Also ich bin tatsächlich Rückenschmerzen nicht so schlimm wie Halsschmerzen. Und das ist halt auch so eine Sache, wenn ich krank bin, ich habe immer Halsschmerzen. Einfach weil ich habe halt einen Redeberuf, ja. Ihr wisst, wie es ist. Mach YouTube.
Ich gebe Nachhilfe, das sind halt Sachen, die du nicht ausüben kannst, wenn du nicht reden kannst. Erstmal Lady McMouse Boot und dann sparen wir. Wolf, glaub mir, das willst du nicht haben. Ich habe auch Rückenschmerzen gehabt, die bis zum Bein ausschlugen. Dagegen ist eine Erkältung nett. Ja klar, aber also das verstehe ich schon, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Sache ist halt wirklich einfach bloß, dass ich das Problem habe, dass ich halt quasi zurzeit gar nicht arbeiten kann. Ich bin derzeit nicht in der Lage zu arbeiten. Und vor allen Dingen Geld zu verdienen. Nur wegen so einer Erkältung verdiene ich jetzt seit knapp einer Woche kein Geld. Und das ist es halt, was mich nervt. Aber schön, dass auch du da bist. Ich hoffe, dir geht's jetzt besser. Keine Rückenschmerzen mehr. Marcel, freue mich, dass du da bist und mich ein bisschen unterstützt. Ich habe eine Spinalkahlenverengung mit der Schleiß, was hingeht zur leichten Arthrose. Ah, das klingt scheiße. Krankheiten, die man mit Namen benennen kann, sind immer scheiße. Was warst du? Ja, Würfel reinschmeißen gibt Geld. Wir nehmen das mal mit. Ein Schild. Ja, nehmen wir mit. Wenn mindestens ein Würfel eine 6 würfelt, dann kriegen wir Schild. Das ist geil. So, 1 für dich. 5 für dich. Kloppen wir dich um. Ja, das will ich eigentlich nicht verschwenden für den. Ich würde sofort mit dir tauschen, das glaube ich vollkommen. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so Bock drauf, muss ich zugeben. Aber ich hätte schon mal wieder Bock, ein bisschen Geld zu verdienen. Bin ich auch, trotz... Aber auch trotz Job. Vor allem, seit ich dieses Jahr Scharlach hatte, habe ich immer... Hatte... Habe ich immer was mit dem Hals, wenn ich erkrankt bin. Und Bakura, ich habe Skoliose, eine leicht verdrehte Wirbelsäule. Kann ich euch zurückgeben und Zuschauer bekommen, die... nicht ganz so defekt sind. Nee, ist Spaß. Will euch gar nicht eintauschen. Bin sehr glücklich mit meinen Zuschauern. Außerdem nimmt euch keiner. Nee, ist Quatsch. Nee, ich habe wirklich tolle Zuschauer. Also muss ich jetzt mich einfach mal einschleimen. Ich habe tatsächlich sehr gute Zuschauer und ich bin relativ froh für meine Community. Oder über meine Community, weil wenn man sich andere YouTuber anguckt, glaube mit deren Communities würde ich nicht glücklich werden. Du hast nicht, danke Marcel, das ist vielleicht heute ganz nützlich, dass er das hin und wieder mal reinschmeißt. Ja.
leider nichts für uns. Oh Gott, Devourer ist wieder da. Fähigkeit aktivieren. Der wird halt konstant stärker. Deswegen, den muss man erledigen, solange er noch erledigbar ist. So, bevor sie stirbt, darf sie uns nochmal Geld zuschmeißen. Weil ich mag Geld. Mal wieder ein bisschen was horten, wie so ein Drache. Das dafür, das dafür. Ja, der entfaltet sich als Wasserspritzer. Stimmt, da war was. Den Wasserspritzer werden wir aber nicht so wortlos ohne blauen Würfel. So, jetzt ist er besiegt. Die 6 werde ich trotzdem ins Geld schmeißen. Ihr könnt euch zusammentun und krank sein. Das könnt ihr. Leider nicht genug Grades, um den Gargoyle loszuwerden. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Defense aufbauen. So, haben wir die mal endgültig um, weil die... Oh Gott, jetzt haut uns der Gargoyle tot. Ja, scheiße. Ach, den Ritter kriegen wir einfach nicht durch. Aber ich finde das eigentlich, dass wir mehr Gold kriegen, finde ich nützlich. Was war das? Immer wenn du ein paar würfelst, erhältst du eine Silbermünze. Also jetzt. Alle sind sie krank. Alle haben sie irgendwas. Ja, ich muss jetzt den einen Schlag leider fressen. Ja, nehmen wir mal 2 und 2. Jetzt wird er dummerweise zu dem Ding, aber das kriegen wir kaputt. Drei und 5, ja. Erstmal das Schwein. Weg mit dem Schwein. Aber es läuft schon wieder nicht so gut. Und wir kaufen uns jetzt einfach irgendwas Schönes, das uns tröstet. Zum Beispiel noch so einen Bauern. Oh, wenn der Begleiter Schaden nimmt, heilt man selber. Das finde ich immer gut. Hat das jetzt gerade nichts gemacht, weil der Würfel blau war? Finde ich nicht okay. Ach, und jetzt habe ich wieder nichts Gerades. Zum Kotzen. Ab und zu. Okay, euch dafür dann mache ich 3 Schild, die kriege ich zwar gleich noch ein R-Schild. Ich nehme gleich 5 Damage zurückgeworfen, aber ist okay. So, dann aktivieren wir nämlich einmal die Fähigkeit. Und den Rest
Sparen wir. So. Ist ja auch wieder die Erkältungszeit, ja. Kommt man leider nicht drum rum. Ja, ich nehme einfach, wenn wir einen Vierling werfen, vernichten wir einfach irgendwas. So weit werden wir eh nicht mehr kommen. Dass wir überhaupt die Chance bekommen, einen Vierling zu werfen. Weil ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass wir an dieser Harpier vorbeikommen. Wir haben nämlich nichts doppelt. Hi Alvais, ich hoffe, du bist zumindest gesund. Alle anderen im Chat sind krank. Bitte sag mir, dass es dir zumindest gut geht. Also mal wieder tot. Ja, sowas ist immer eine Frage der Zeit. Wie gesagt, mich hat es jetzt auch erwischt. Ich wusste das aber, dass es mich erwischt schon vorher. Mit wie ein Turnschuh, das ist doch schön. Dass es mich umhaut, wusste ich tatsächlich vorher schon. Weil ich habe Freitag tatsächlich eine Nachricht gekriegt von einem meiner Schüler, dass er seine Stunde cancelt, weil er krank ist. Und ich hatte den Schüler mittwochs. Aber das ist halt immer so die Sache, wenn... Ach, verdammt, ich habe ja den Hammer. Damit habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wenn ich den Schüler kurz zuvor noch hatte, dann ist das eigentlich so ein Garant, dass ich mich angesteckt habe. Ja, hauen wir den Werwolf um und nehmen uns hier das Gold mit. Weil mein Immunsystem hält normalerweise auch gut was aus, aber so manchmal holt es einen dann doch ein. Ich muss den Schmetterling zerstören. Wird immer mächtiger. Der kann Schild geben. Der ist gut, aber sie ist auch gut. Den exakten Würfelslot. Ich nehme mal sie, die die exakten Würfelslots machen kann. Eigentlich vor Corona war mein Immunsystem auch echt immer gut und während... Ach, seit dem letzten Jahr nicht mehr so, okay. Okay, Held blockiert den ersten Angriff, das ist gut. Und wenn es vier oder mehr Feinde gibt, kriegen wir einen extra Wirbel, ist auch gut. So, zwei da rein, drei da rein. Turtles schwächen wir. Mein Freund, die Kröte des Schildes. Das behalten wir auf jeden Fall. Auch wenn wir es theoretisch brauchen würden. Drei und sechs. Perfekt. Ja, geben wir uns noch mal ein bisschen Schild. Au.
Braucht ein Ritter nicht eher eine Rüstung und ein Schwert? Und die Prinzessin ist die Belohnung? Nein. Die Prinzessin gibt's unterwegs. Die steht gerade so an der Tankstelle. Die nimmt man dann halt mal mit. Und alles andere ergibt sich dann schon. So, den Hammer. Ich Hammer. Ich will ich aber eigentlich noch nicht fertig machen, weil du bist eigentlich zu schade dafür, um dich sofort zu killen. Schade, ich hab gehofft, ich krieg noch eine 3. Na gut. Ich könnte uns um 6 heilen. Ich könnte aber auch... Einen zufälligen Gegenstand kriege ich nicht. Ja, glaube ich, fress mal unsere Silbermünzen und heil uns. Ja, Drache oder böser Zauberer und dann Prinzessin einer Tankeaufgabe. Ja, das muss halt so. Es heißt sonst immer, your princess is in another castle. In Wirklichkeit steht sie an der Tanke. Die 2 hätte ich für den bösen Zauberer gebraucht. Okay, dann hebe ich mir die Fähigkeit kurz noch auf. Habe ich noch irgendwas Passendes? Die 1 reicht nicht. Nee, reicht gerade so nicht. Da habe ich jetzt ein bisschen was verschwendet. Solange der Rab uns haut, wäre gut. Nicht die Prinzessin hauen. Lagen Sie nicht die Prinzessin hinter dem Vorhang. Deswegen nehmen wir den Priester an der Tanke. Den Priester, mit der an der Tanke wartet, und die Prinzessin ist in einem schönen alten Schloss. Priester, die an Tankstellen warten, würde ich nicht mitnehmen. Die sind mir zutiefst suspekt. Denke mir einfach, wenn Gott wollte, dass sie da wegkommen, hätte er ihnen ein Taxi gerufen. Und dann möchte ich da auch nicht eingreifen, sonst kriege ich nur Ärger mit dem Mann da oben. Da habe ich dann auch keine Lust drauf. Tankstellenprinzessin ist auch nicht das Wahre. Ah, geht schon mal. Wenn der Held 5 oder mehr Schaden nimmt, wirft plus einen Würfel, das ist gut. Immer wenn es ein Drilling ist, machen wir Slots weg. Begleiterfähigkeiten hätten wir eh nicht gebrauchen können. Das hätte jetzt ruhig ein Drilling sein können. Einfach so für den Show-Effekt. So ein bisschen Schild.
Dann müssen wir sie erstmal killen, weil sie ist zu stark. Ja, Fledi, die Fledermaus, hauen wir mal weg. Und dann ist nur noch mein Freund der Baum übrig. Und den hau ich einfach auch um. Der Schwertfähigkeiten-Slots. Nicht, dass das besonders relevant wäre. Was macht die Fähigkeit des Ritters eigentlich? Die Fähigkeit vom Ritter erlaubt mir, den Schaden, den ich auf so Gesamtslots mache, für einen Kampf zu verdoppeln. So, was haben wir denn? Erhöht die Chance, einen roten Würfel zu werfen um 10%. Wenn der Begleiter gefaltet wird, erhalte Gold. Oder wenn eine Fähigkeit verwendet wird, erhalte mit 10%iger Chance Gold. Finde ich eigentlich alle Kacke. Vor allen Dingen glaube ich, der Ritter kann durch sein Schild gar keine roten Würfel werfen. Das sind alle Kacke, wir gehen wieder. Ihren Schrott behalten. Hier. Hier sind zum Beispiel viele Gesamtslots. Hier aktiviere ich seine Fähigkeit. So, und ich will hier, glaube ich, den Würfel so verwenden. Ja, fresse ich jetzt was. Ist halt so. So, den haben wir weg. Und der Smetterling, der kann ja nichts. So, jetzt ist er gerade ein bisschen stärker geworden, deswegen hat er sich das Recht zu leben verwirkt. Die finde ich alle kacke. Bringt alle Feinde zum Schweigen, gibt einem eine Runde Ruhe. Fügt dem Helden Schaden zu. Wenn Archäologen, so. Die fängt einfach ein bisschen Schaden ab. Die Erdbeere. Jeder Levelbeginn heilt den Gegner. Das finde ich gut. Die Fackel wäre eigentlich geil gewesen, aber ist egal. Mit jedem Phasenende für Feldfähigkeit erhalte ein Gold. Nee. Durste nicht, danke dir. Dass wir das auch ja nicht vergessen. So, sehr schön. Dann kriegen wir die zumindest down. Mit 3 Einsern. Hat unsere Archäologin schon mal ihren Effekt ausgelöst. So, 6 da drauf. Haben wir den Hammer eigentlich? Ja, der macht plus 1. Das heißt, eine 5 ist ein Instant Kill. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Vieh uns haut. Ja, perfekt. Voll 5 dahin. Die Archäologin fängt halt gerade wirklich nur nur Schläge ab für uns. Das tut mir fast ein bisschen leid, aber halt nur fast. Kam neuer Content dazu? Die Fackel kenne ich gar nicht. Ja, es kam neuer Content. Vor einiger Zeit aber schon. Was macht der Einsam?
Ah, wenn er gefaltet wird, heilt er unseren Helden. Das ist eine eigentlich ganz nice Fähigkeit. Habe ich eine 3? Ich habe gerade keine 3. Dann mache ich erstmal den da fertig. Ein bisschen Schild für uns. Ich habe halt die Wahl. Ich kann ihn töten und ich glaube, das ist das Beste, was ich tun kann. So, da kommt nur ein Rabe raus. Der kann nicht so viel. Ja, jetzt ist die Archäologin leider hin. 3 gerade. Ungerade. So, und jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ja, eine 6 sollte ich mir aufsparen. Machen wir es so. Und da rein. Jetzt werfen wir das High-Class-Zeug. Na, dann mache ich halt den weg. Dann da rein, das ist die Fähigkeit. Wir kriegen keine 3 gerade. Zum Kotzen. Dann kriegen wir den nächsten Begleiter. Ich habe einen alten kaputt gemacht. So, gucken wir mal. Immer wenn du einen Gesamtslot um 3 überschreitest, wirf einen weiteren Würfel. Wäre eigentlich geil mit seiner Fähigkeit, dass wir die Gesamtslots halt schwächen. Beim Kauf erhöht die Menge Goldmünzen, die durch das Set von goldenen Würfeln gewährt wurden, um 1. Ja, kann man sich überlegen. Wenn du Schild erhältst, verdoppelt die erhaltene Menge. Das nehmen wir auf jeden Fall. Oder nehmen wir die Kugel des Übermaßes noch mit. Der Djinn, ja. Gegen den Djinn brauchen wir die Fähigkeit. Bei 4 überschreiten wir nicht so weit, ne? Schmeiß ich mal eine 6 da rein. Ja, das war doch ein Gesamtslot. Um Längen überschritten. Oder zählt das so nicht? Ah. Naja, das sind ja die Würfel, die er gewürfelt hat. Macht hier der Djinn. Ja, nö, dann schwäche ich die halt. So, ihr könnt mich auch nochmal. Und mit der 3 holen wir uns Gold. Dann hauen wir den noch um. Kann die Hexe jetzt mal sehen, wo sie bleibt. So, und jetzt schmeißt da mal eine 6 rein, dann kriege ich nämlich die 6 wieder. So. Wer bist du denn? Oh. Ah, wir haben einen Drilling geworfen und haben das Vieh gekillt. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. So, schmeißen wir da noch was Gerades rein, dann ist der tot. 6 mal für ihn. Ach stimmt, ich verdoppel ja gerade gar nicht. Habe ich nicht dran gedacht, dass ich gerade nicht verdoppel. Ersten Angriff blocken wir, aber zweiten kriegen wir halt ab. So, nächste Shopping-Tour. Leuchtender Dolch. Nachdem du einen Slot abgeschlossen hast, gelten Würfel, die auf Gesamtslots fallen, plus 1. Oder Sprengfalle. Jeder Phasenbeginn töte einfach direkt einen zufälligen Feind. Ja, nehmen wir. Das andere ist mir egal, wir machen eh richtig viel Schaden. Was kann der Schreiber? Verdoppelt deine Goldmünzen? Okay. Malt einen zufälligen seltenen Gegenstand. Ja, finde ich gut. Der ist eh wieder nur
nur Damage-Fänger, der Kerl. So leid es mir auch tut. So, wie war das? Mister Nummer 7 muss leider sterben. Nicht die ganzen Sechser verballern sollen. Das war nicht ganz so clever. Gar nicht clever. Vor allen Dingen, wenn man keine 5 oder 6 mehr würfelt. Ja, Kanonenfutter. Jetzt hätte ich seine Fähigkeit benutzen können. So ein Scheiß. Aber ich hätte mir den noch eine Runde am Leben halten können. Ja, war klar, dass der mit den Einsern drauf geht, weil den hätte ich vielleicht noch gebrauchen können. So, der will 3 beliebige. Der will was Doppeltes und eine 12. Ja, dem können wir geben, was er will. 3 beliebig kriegen wir auch hin. Aber für den einsamen Ritter kriegen wir halt nicht alles zusammen. Erst jetzt. Ja, das ging schnell, würde ich sagen. Ich kam, ich sah, sie trat in eine Bärenfalle. Dungeon Master erscheint erst später. Gegenstände beim Kauf sind alle doof. Ich würfel nochmal. Vielleicht kriege ich dann was Anständiges. Gut, das Reisenden verdoppelt die Chance, orangene Würfel zu würfeln. Das ist gut. Oder erhöht die Chance einen blauen Würfel. Ich will beide. Weil jetzt sind wir beim Boss. Das hätte ich lustig gefunden, wenn der jetzt instant umgefallen wäre, weil Bärenfalle. Das hätte ich gefeiert. Ich hätte so gelacht. Der macht halt saumäßig Damage. So lange, bis wir alle seine Illusionen gekillt haben. Haben wir ein paar Zweier? Wir haben Zweier. Sehr schön. Jetzt wird es nämlich einfacher. Zack. Jetzt verdoppeln wir den Schaden auf allen Slots. So, der war nicht echt. Der war auch nicht echt. So ein Zufall, der war auch nicht echt. Damit ist es der. Sorry, Illusionist. Aber das war's. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben einen Boss geschafft. Das ist irgendwie immer der letzte, ja. Wobei wir, glaube ich, einmal nicht den letzten. Also, weiß ich nicht mehr. Müsste jetzt nochmal jemand in die Videos gucken. Und ich wollte eigentlich die Parts nur so 20 Minuten machen und jetzt bin ich doch bei 40. Ah, gut, Leute. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar, dann einen Daumen nach oben, wenn ihr es auf YouTube gesehen habt. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Dice Unfold. Bis dann, euer Wolf.